Oh yeah, es ist wieder Zeit für Happy Wheels. Und ich mal mit Opa im Hintergrund. Yay, guckt euch meine schönen gelben Zähne an. Wenn ihr so viel Kaffee und Tee trinkt wie ich, seht ihr auch so gelbe Zähne. Hey Opa, wir benutzen Zahnpasta. Zahnpasta, die Zähne weißer macht. Also meine funktioniert jedenfalls ganz gut. Ich möchte jetzt mal wieder normale Level spielen, die hier von den Leuten als super gerankt wurden. Temple Run, klingt interessant. Spielen wir doch mal sofort. Oh, das sieht interessant aus. Ich komme hier aus einem Tempel also heraus. Ah! Ich wurde sofort aufgespießt von einem Monster. Das ist so voll gemein. Nochmal, schnell raus hier. Münzen einsammeln. Oh, ich bin Super Mario. Zimmy hier, Mario. Oh, fuck this. Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Mir geht's gut. Lass mich. Ich lebe noch. Oh, ich lebe noch. Lass mich. Ah. Ich hab mich nicht ganz aufgespießt. Alles ist in Ordnung. Es sieht nur so aus, als hätte ich Probleme. Finde ich gut. Ich lebe noch. Das ist schön. Hör auf damit. Oh nein, Günther. Was macht er nur mit dir? Er wird Günther töten. Hey, du bist geschnappt. Ich glaube, er wollte Günther nur helfen. Er wollte ihn einfach so zärtlich mit so einem Zeigefinger anstupsen und so vorwärts schieben. Dummerweise hat er sich die Fingernägel vorher nicht geschnitten. Kinder, das kann passieren, wenn ihr euch die Fingernägel nicht regelmäßig schneidet. Manche Leute kennen das vielleicht. Wenn man so jemand mit einem Fingernägel in den Rücken piekt, kann das ganz schön wehtun. Gehen wir mal gucken, was gab's denn da noch alles? Laden? The Ghost Train, habe ich das schon gespielt? Ride it for maximum thrill. Watch out for spiders or the huntsmen and find the hidden treasure. Okay, es ist Zeit, den versteckten Schatz zu finden, was? Haben wir das schon gespielt? Nein, das haben wir noch nicht gespielt. Timmer! Oha, ein Zug. Tut, tut. Fahren wir auf den Zug, Zug. Hallo. Oh, Entschuldigung. Ich glaube, ich hab's kaputt gemacht. Alter, was ist das denn bitte Geiles? Nochmal. Okay, dann fahren wir mal im Zug mit. Oh. Timmy, 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 die nehmen wir dir wieder an. Alles okay. Opa geht's auch gut. Opa geht's gut. Ups. Timmys Vater geht's nicht so gut. Das tut mir echt leid. Oh, oh, oh. Dann fährt Timmy alleine weiter. Wenn Timmy im Ziel ankommt, zählt das bestimmt auch. Los, Timmy, du schaffst es. Timmy. Timmer, 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 timmer. Vorsicht, 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 Timmy, 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 verliere nicht den Anschluss zum Zug. Ja, wieder nach vorne fallen, so ist gut. Oh, 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 nein, 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 nein. Timmy, Timmy, du schaffst es. Ja, Timmy. Nein. Wir haben Timmy getötet, ihr Schweine. Oh, Gott. Okay, nochmal, 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 nochmal. Diesmal aber hier vorne. Ich war voraus. Hui, er hat seinen Sohn verloren. Das ist nicht so schlimm. Wir kaufen ihm einen neuen. Das gibt's bei Ikea. Das ist gar kein Thema, nennt sich Timmer. Ist ein ganz spezieller Borkenschrank. Wir müssen einfach nur. Au, 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 oh, oh, oh. Warum müssen die immer zuerst ihren Kopf verlieren? Jetzt fahr schon. Fahr! Fahr! Das Kind brauchen wir nicht! Lass es liegen! Lass es liegen! Boah, Timmy überholt ihn noch. Timmy! Habt ihr das gehört? Er schrie noch nach ihm. Timmy! Timmy! Oh, mit dem Glas war ungünstig. Lauf! Fahr doch! Schneller! Los, los, los! Du brauchst nur einen Arm! Nein, 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 nicht. Oh, nein, nein, nein. Er fällt hin und er fällt in den Tod. Er fällt in den Tod. Kojoten! Hui, schwimmen. Aber es geht ihm noch gut. Oh, ich glaube, die Viecher zerfleischen ihn. Ja, ich sehe es, die Viecher, die. Ja. Das ist gefährlich. Dann sollten wir wohl auf dem Zug landen. Dann landen wir jetzt einfach mal hier auf dem Zug und hoffen, dass wir überleben. Vorsicht! Vorsicht! Hier ist ein guter Platz. Ich habe das Gefühl, hier ist ein guter. Nein! Timme! Timmy, du schaffst es! Timmy, du kannst es tun, Timmy! Oh, Timmy Moon, du kannst es tun. Wer kennt wohl die Macht des Mondes besser als Timmy Moon? Doch Timmy wurde totgefahren. Er kann nichts Gutes tun. Wow. Vielleicht sollten wir hinter dem Zug. Ich habe das Gefühl, wir müssen trotzdem auf dem Zug bleiben. Nein, nicht. Ach, wir sind schon wieder vor dem Zug. Das wollte ich nicht. Gleich haben wir es. So, der Zug kommt jetzt und wir landen jetzt ganz. Oh, oh. Mein Leg. Opa, hör auf zu heulen, Alter. Oh, Timmy, wir haben schon Timmy kaputt gemacht. Oh Gott, was ist überhaupt mit dem Zug? Was geht mit dem Zug ab? Ey, mit dem Zug, der ist ja voll nicht normal. Das ist. Oh, oh, nein, 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 nein. Knick, Kopf ab. Seht ihr? Das passiert, wenn ihr keinen Kopfschutz tragt, der euren Nacken schützt. Ich wollte eigentlich gar nicht wieder hier landen, aber landen wir wieder hier. Noch geht's uns gut. Ist alles in Ordnung.
So ist gut, alles ist okay. Okay, die Gleise sind jetzt ein bisschen gebrochen. Das kriegen wir aber wieder hin. Das ist alles noch im Bereich des Möglichen. Nein, 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 nein. Das sah sehr schmerzhaft aus. Ich glaube, ich lerne etwas weiter hinten auf dem Zug. Nein, hinten, ich wollte. Oh, jetzt habe ich es schon wieder kaputt gemacht. Vielleicht sollte ich doch vorne auf der Lok landen. Vielleicht klappt das dann. Ups. Jetzt habe ich ihn gleich kaputt gerissen. Jetzt hat sie ihn zerrissen. Ja, mei, jetzt hat sie ihn mal zerrissen. Das passiert schon mal. Oh, da zerreißt ihn gleich. Oh, oh, oh. Oh, oh, da drin sollte ich nicht landen, ne? Ich habe so das. Oh, ich habe das Gefühl, ich sollte nicht in dem Container landen. Dann warten wir mal etwas weiter hinten. Und setzen uns zu den anderen Passagieren einfach in die Bahn. Hi, was geht? Ich habe da übrigens so einen Pfeil im Gehirn stecken. Wo ist denn Timmy abgeblieben? Ach, Timmy ist wieder weggelaufen. Ach toll, Timmy. Das nenne ich Solidarität. Das ist Solidarität. Papa wird mit einem Pfeil erschossen und du haust einfach ab. Nein, 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 ich will da drüben bleiben. Nein, Timmy, Timmy, du musst für mich weitermachen. Timmy, Timmy, du kannst es schaffen. Timmy, bleib da oben. Timmy, 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 bitte, bitte, bitte. Oh, jetzt hat er sich seinen Arm abgeknickt. Ah, jetzt hat er sich sein alles abgeknickt. Alles geht ihm auch gut. Er kann noch fahren. Er kann noch fahren. Er braucht dafür nur seine Nasenhaare. Das wissen wir. Das haben wir schon ausprobiert. Und nur ja, allerdings sein Oberkörper braucht er noch. Ich guck mal, wo der Zug hinfährt, wenn wir jetzt zugucken können. Ich müsste oben auf der Lok irgendwie landen, vermutlich. Ich muss vorausfahren. Das geht so nicht. Ich darf nicht auf dem Zug landen. Ich muss vorausfahren. Schneller! Los! Lass dich nicht von der Lok zerquetschen. Lass dich nicht von der Lok zerquetschen. Lass dich nicht von der Lok zerquetschen. Tut, tut. Egal, fahr weiter. Fahr weiter, schneller, den Berg hoch. Tut, tut, tut. Au! Timmy! Nein! Oh Gott! Aber das sieht besser aus. Okay, los, fahren. Fahr. Hau. Nein, 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 nein. Nicht auf dem Hinterrad. Du schaffst das. Du kriegst das hin. Los. Schneller. Timmy, halt dich gut fest. Papa wird die Situation jetzt retten. Okay, Papa. Ich vertraue dir. Schneller, Papa. Der Zug kommt. Papa. Papa. Nein. Au. Aua. Ey, 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 ey. Radfahrer. Reifen. Oh, armer Timmy. Armer Timmy. Okay, wir müssen schneller sein als alles je zuvor gesehene. Wir müssen unbedingt Transwarp erreichen. Diese scheiß Züge, ey. Warum nehmen die uns nicht mit? Weil wir keine Fahrkarte gezogen haben? Ich glaube, das war nicht vorgesehen, dass sich Papa so wehtut, wenn er da mit den Glasscheiben in Kollision tritt. Fahr doch. Jetzt fahr einfach. Hätte ich irgendwo. Oh mein Gott, Timmy, das war so knapp. Und Timmy trägt nicht mal einen Helm. Und angeschnallt ist Timmy eigentlich auch nicht. Oh, wir brauchen das nicht. Alles ist gut. Alles ist okay. Das geht so. Das kann man so. Das funktioniert. Wir schaffen das. Ja, schneller, 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 schneller. Nein, 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 nein. Hör auf, so rumzubouncen, Daddy. Fahr. Fahr zu. Fahr zu. Du schaffst es. Du schaffst... Nein! Okay, wir kommen da hoch irgendwie. Und nein, jetzt ist Daddy tot. Jetzt ist Daddy tot. Timmy, du musst weiterfahren. Los, Timmy! Timmy! Daddy hat's erwischt. Daddy ist mit der Harpune erschossen worden. Ja, wir brauchen auf jeden Fall genügend Speed. Und vor allen Dingen auch Leben. Ja, gut, ein Arm reicht. Ein Arm reicht. Wir schaffen das. Timmys Kopf, den nehmen wir später wieder mit, wenn wir die Strecke zurückfahren. Wir wollen ja nur kurz zur Oma und dann passt das schon. Ja, die Arme sind überbewertet. Was machen die Vögel denn da? Tukan, Tukan. Nein, 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 fahr. Nein! Der Zug ist direkt auf ihm gelandet. Boah, das Level ist echt voll eine harte Nuss. Ich raff einfach nicht, was ich machen muss. Ich hoffe, es ist einfach nur hier langfahren. Schneller, los, Timmy, schubst den Zug weg. Okay, Papa, böser Zug, hau ab, Zug, blöder Zug, ich mag dich nicht. Aber brauchen wir nicht. Daddy, fahr! Daddy, Daddy! Ich mach ja schon so schnell ich kann. Ah. Hör auf mich zu schubsen, ey. Schubs mich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Timmy fliegt! Timmy fliegt! Daddy fliegt! Timmy fliegt! Ja, Dead End, das habe ich auch mitgekriegt. Sag mal, wie denn? Okay, ich versuch's noch einmal. Danach spiele ich ein anderes Level. Das ist echt super liebevoll gemacht mit dem Zug und allem drum und dran. Aber ich raff's nicht. Schneller, los.
Wow, der hat ja richtig Geschwindigkeit aufgenommen, die jetzt spontan verloren hat. Jetzt müssen wir uns vom Zug schieben lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Taktik. Verdammt, ich bin über irgendeinen Grasbolzen gestolpert. Nein! Timmy, du musst alleine weiterfahren. Timmy! Level. Galactic Bouncy Hunter hatten wir schon. Gucken wir mal, was wir unten alles finden. Wir hatten ja hier schon recht viele gespielt von. Rilla Revolution hatten wir schon. Infiltration. Sweet and Helmet Squad needs your help. King of Pop, Pokémon Training, Gorilla's Revolution, lalala. Das hat er alles gemacht. Heftige Scheiße. Der Weihnachtsmann! In der Kuckstielerei gibt es manche Käferei zwischen Monks. Ja, okay, wir fahren dann. Oh, guck mal. Das ist ja voll das Battlefield hier. Ja, meine Bitches. Los, wir kämpfen jetzt. Oh, gegen einen gemeinsamen Feind. Das tut mir leid. Das tut mir echt leid. Das ist so. Ho, ho, ho. Wir sind alle froh. Los, ein grünes Bitches. Wir schaffen das. Ups, jetzt habe ich es kaputt gebrochen. Da sollte ich gar nicht hin. Na gut. Ich glaube, das ist nicht der richtige Charakter dafür. Aber ich versuche es nochmal. The Fate of Mankind. Okay, los geht's. Oh, jetzt haben wir schon wieder den iPod für den Karl verloren. Und Timmy kriegt auch kein neues Handy. Okay. Dann gehen wir mal nach unten. Schlitten kaputt, Weihnachtsmann kaputt. Ich hab's echt drauf. Ich wollte eins von meinen grünen kleinen Bitches nicht zerquetschen. Die Schlampen müssen schon genug durchmachen. Naja, gut, dann müssen wir eben ein Bitch opfern. Ist ja nicht so schlimm. Tut mir leid. Quiekt auch schon so wie so ein Mädchen, ne? Ich glaube, wir hätten da oben lang gemusst. Ich bin mir nicht sicher. Ja, los, Bitch. Oh, Alter, das sieht so unanständig aus. Mag's mir gar nicht. Oh, ich kann nicht hinkommen. Ich kann nicht hingucken. Wo geht's? Hier sollten wir lang, ja? Der Weihnachtsmannschlitten ist einfach zu fett. Die Bitches stören voll. Kann ich das nicht irgendwie noch... Nein, 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 nein. Wir müssen einen anderen Charakter nehmen. Wir nehmen die RTL-Tante. Ja, ich bin hoch mit der Wein, ey. Hallo, ich bin die Inge. Und ich fahre hier mit meinem lecker Würstchen. Oh, jetzt habe ich alles verloren. Scheiße, ja. Ich bestelle mir dann später was, ne. Bin in der Pizzeria oder ich gehe zu McDonald's. Ich kann mal gucken, ob ich hier durch... Na, ich bin zu fett. Da geht nicht. Geh schon unten lang, ne. Kriegen wir auf eine Reihe. Verdammt, jetzt habe ich kein Gegengewicht mehr, weil ich meinen Warenkorb hier leert habe, ne. Hätte ich mal noch mehr eingekauft. Müssen wir zu Amazon gehen. Was ist denn hier alles für grünes Zeug? Was wollen die denn von mir? Opa an einem Maschinengewehr. Opa hat ein Jetpack. Seit wann hat Opa dann ein Jetpack? Ich möchte auch ein Jetpack haben. Das ist der Jetpack-Opa. Oh nein, ich glaube, es ist der böse Opa. Das sieht aus wie Dr. Wily-Opa. Oh, scheiße. Es ist der Masterboss. Wie kriegen wir den denn platt? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich werde mit meinem Körpergewicht einfach deckeln. So. Ah, jetzt habe ich mir leider hier nicht gebrochen, weil ich rückwärts auf den Kopf gefallen bin. Das kennt man ja, fette Menschen. Nein, nein, das ist ein Problem. So, jetzt nehme ich aber diesmal meine Würstchen mit. Arsch, nee, doch nicht. Ich habe mir schon entschlossen, die Würstchen liegen zu lassen, ne? Hui! Und Inge rollt! Inge rollt! Fahr da durch. Nein, ich wollte mal den Secret-Gang nehmen. Na gut, dann geh mal da unten lang. Dann müssen wir doch irgendwie den Endboss besiegen können. Das muss doch irgendwie möglich sein hier. Dr. Wily. Also so kommt er mir zumindest vor. Also die hat auf jeden Fall Tempo. Die hat Tempo? Huh, ich muss erst schneller als ich. Das geht leider nicht. Nimm Tempo auf. Und jetzt, au. Hat sie zerborsten. Was gibt's denn noch für Charaktere? Wie wär's denn mit Pogo Boy? Nee, nicht, das ist nicht Pogo Boy, sondern das ist hier Günther Roller Günther. Hui, Günther, los, hat sich wieder die Füße gebrochen, weil er einen Meter runtergefallen ist. Loser. Ich will da rein. Yay, geheimer Geheimgang ist geheim, Mann. Au, oh, das ist nicht so schlimm. Alles gut. Hat funktioniert. Was, Mutanten-Ninjas? Ich hab Angst vor Mutanten. Ah, Mutanten, fette Mutanten-Ninjas. Speed, Baby, Speed. Gotcha. Fetten Mutanten den ja kaputt gemacht, finde ich gut. 30 Jahre später. Sorry, I left you here, son. Was geht hier ab? Was geht ab? Oh Gott, ich habe Angst vor den Stacheln, aber die tun mir nichts. Oh.
ich lebe noch und habe deswegen auch gewonnen. Das ist völlig... Ich habe zwar keine Ahnung, was da passiert ist und die Story habe ich auch nicht mitgekriegt, aber Wayne William Johnson. Okay, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Au, kam euch gar nicht vor, das ist voll gemein. Level ohne Opa geht voll nicht, Mann. Ich hätte das auch... Was, kann es sein, dass der Günther dem da gerade einen Blick...